Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Yeah, genau so. Ja, wir sollten, oder wenn ich mich richtig erinnere, sollten wir mit dem Flugzeug Richtung Osten. Zum Meer. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Aber ich denke, das stimmt. Das stimmt. Ich muss jetzt erstmal zum Flugzeug und ja, das einzige Blöde, woran ich mich auch noch erinnern kann, wir haben die bekackte Aris im Team. Warum denn? Ich will die gar nicht im Team. Die ist doch blöd. Da nein, oh Mann! So, kurz vorm Flugzeug. Leck mich am Arsch. Ich bin gerade erst aufgestanden, deshalb kann ich mich ein bisschen müde anhören, aber pff, ist mir doch egal. So, Aris, zeig mal, was du kannst. Wahrscheinlich gar nichts. Knüppel. Was? So viel? Wow, Aris. Ist ja der Wahnsinn. Der Aris habe ich aber schon einen besseren Stab gegeben, ne, im letzten Part, ich meine schon. Das gibt ja so wenig Erfahrungspunkte. Ich habe gedacht, das gibt wenigstens der ein bisschen mehr. Wow. Ich bin ein bisschen schockiert. So, Richtung Osten. Also einfach wahrscheinlich hier den Fluss entlang, oder nicht? Hm. Hm. Was ist doch? Wo sind wir denn hier? Da ist also so eine kleine Insel. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Schade. Aber hier gibt es irgendwas. Hier will ich absteigen. Was gibt es hier? Ja, toll. Gegner. Ja gut, Gegner ist klar. Mal schauen. Aha, ein Drache. Okay. 106. Und das ist der Aris. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Alter. Wow. Ja, Hauptsache Cloud 207. Ja, natürlich. Passen die Gegner sich den Charakteren an, oder was? Ist ja Schwachsinn. Egal. Da, eine Pyramide. Alter. Das soll ich zwar bestimmt nicht, oder? Das könnte doch der Tempel des alten Volkes sein. Ich bin hier richtig. Kann ich laufen? Ja, ich kann laufen. Dies ist der Tempel des alten Volkes. Ich weiß. Ich fühle es. Das Wissen des alten Volkes schweben. Du könntest eins werden mit dem Planeten, aber du hältst es mit der Kraft deines Willens auf. Für die Zukunft, für uns. Was sagst du? Begreifst du? Ich weiß es nicht. Du bist unsicher, aber glücklich? Weil ich hier bin. Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Hä? Ich will hineingehen. Da oben ist ein Typ. Hast du das gesehen? Hallo? Schwarze Substanz. Schau. Es lautet Oma 9. Er hat eine Tätowierung am Hals. Hä? Ich begreife gar nichts mehr, aber muss ich ja wahrscheinlich noch nicht. Hey, es ist Zeng. Zeng? Von den Turks? Oh Mann, man hat mich reingelegt.
Habe ich den überhaupt so gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Ist ja auch egal. Das ist nicht das verheißene Land, nach dem Sephiroth sucht. Sephiroth? Er ist drin? Überzeug dich selbst. Verdammt! Eris gehen zu lassen war der Anfang meines Unglücks. Da haben die ihn L vergessen. Der Präsident hatte Unrecht. Du hast Unrecht. Das verheißene Land ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich werde nicht helfen. So oder so, Shinra konnte auf keinen Fall gewinnen. Ha, ziemlich hart. Hört sich an wie etwas, das du sagen würdest. Der Schlüsselstein, leg ihn auf den Altar. Schlüsselstein! Da gibt's aber bestimmt wieder einen Boss unten, oder? Kann ich mir so gut vorstellen. Oh Mann, Eris. Meinst du? Zeng ist bei unseren Feinden, den Turks. Aber ich kenne ihn, seit wir Kinder waren. Es gibt nicht viele Leute, von denen ich das sagen kann, ja. Wahrscheinlich ist es nur eine Handvoll Leute in der ganzen Welt, die mich wirklich kennen. Achso, okay, ich dachte, der Baron will jetzt was sagen. So, und nun den Schlüsselstein einstecken. Okay. So, ich bin aber jetzt heiß drauf. Ich bin jetzt... Ach du Scheiße! Ich werde mich nie zurechtfinden. Nie. Wörter, Gefühle. Hier sind so viele davon. Alter! Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Verdammt! Das ist also der Tempel des alten Volkes. Ich denke schon. Verdammt. Oh Mann, das kann nicht dein Ernst sein. Mir wird ganz schwindelig. Mir auch. Cloud, ich weiß, dass das nicht so leicht sein wird, aber... Nicht aufgeben, wir schaffen das. Du bist ja witzig. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Alter! Bin ich? Was mache ich hier? Gibt's hier Gegner? Ja, hier gibt's auch noch Gegner. Wow. Was zur verdammten Hölle ist denn das? Alter. Das verstört mich ja schon ein bisschen. Das verstört mich nicht nur ein bisschen. Und die Eris macht absolut kein Damage. Ich weiß, das ist ja eher so die Zauberin, die Eris, aber trotzdem. Okay, ja gut, beim Barret ist das nicht schlimm. Aber wie viel Leben hat denn das Vieh? Hallo, kannst du mal verrecken? Alter! Bitte verrecke jetzt. Ah, die Eris hat heilenden Wind. Stimmt. Oh, das ist geil. Da musste ich ja gefühlt nie heilen. Okay, das finde ich jetzt wiederum ziemlich geil. Habe ich total vergessen. Ich bin hier aber komplett falsch. Wo bin ich denn? Ich muss wahrscheinlich doch hoch. Hä? Oder auch nicht? Oh Mann, Leute. Ich bin jetzt schon verwirrt. Ohne Scheiß. Ich bin übelst verwirrt. Ah, da ist wieder so ein Drache. Okay, das ist jetzt nicht schlimm.
Heilenden Wind, Eris! Ich muss sagen, dafür liebe ich die Eris. Das ist eine Sache, die Eris sympathisch macht, dass sie heilenden Wind kann. Das finde ich gut. So, meine Aufnahme hat es zerrissen. Es tut mir leid. Aber keine Sorge, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur den Drachen besiegt und weiter nichts. Also, ihr habt absolut nichts verpasst. Ne? Gut. Wollte ich schon mal geklärt haben. Ja, ist trotzdem scheiße, weil ich echt nicht mehr habe. Ah, da kann ich klettern. Ach so. Ja, gut, ja dann. Das sagt so einiges. Was sind denn jetzt auf einmal das denn für Viecher? Och Mann. Krebskore oder was? Naja, Krebskorn können das ja nicht sein. Flüssiggift. Okay. Von mir aus. Alter, ich bin vergiftet. Die scheinen aber nicht viel Leben zu haben, die sind jetzt schon tot. Das ist ja easy. Too easy. Nochmal Flüssiggift auf ihn. Auf die Eris. Und jetzt ist sie auch vergiftet. Habt ihr prima gemacht. Alter, die Eris hat ihn gekillt. Da will ich eigentlich fast schon klatschen, aber auch nur fast. So. Eris. Level up. Beim Cloud irgendwas mit Ifrit. Ah, hier kann ich hin. Okay. Einen Dreizack. Kann ich dann auch. Nee. Ich wollte gucken, ob ich zu diesem Stein da kann, aber kann ich nicht. Aber egal, wir haben Dreizack. Aber wieder so ein Drache. Okay, hoffentlich stürzt mein Spiel jetzt nicht wieder ab. Meine Aufnahme. Aber das sind doch Frösche! Ja! Die Eris ist ein Frosch! Ich feiere das so hart mit den Fröschen. Ich feiere das so hart. Das glaubt ihr gar nicht, wie hart ich das feiere. Ich finde das so witzig. So, jetzt war der Rebel sein Machtschlag und dann ist der Drache schon mal down. Ah, die guten ollen Frösche, ich liebe sie. Alter! Oh nein, der Babbage schläft. Der klaut wahrscheinlich jetzt auch. Ach nö. Mann, Leute. Ja, so. Hauptsache, der konnte ausweichen, während er schläft. Was ist das denn bitte? Das ergibt gar keinen Sinn. So, Babbage, mach mal was. Dankeschön. Also, wie viel Leben haben die? Hört doch mit eurem... Ich finde die Frösche ja witzig, aber es nervt. Gott. Wenn die jetzt auch noch Froschgesang... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Danke für nichts. Ja, jetzt greift dann auch wenigstens mal an. Sonst gibt er heute nichts mehr. Dankeschön. So, Eris, komm schon. Und BAM! Ins Gesicht. Und er ist nicht tot. Kein Frosch, nein. Ach, warum denn? Warum? Ja, danke, der Cloud. Der Cloud gefällt mir. BAM! Tot! Wenn du jetzt Frosch gesagt... Wenn... Ich glaube, ich hänge meine Final Fantasy Karriere an den Nagel. Ja gut. Kannst du dann auch wenigstens angreifen? Bitte.
Game over. Ich kann das Spiel nicht mehr weiterspielen, Leute. Das ist in der Endlosschleife jetzt gefangen. Ey, der greift ja wirklich nicht mehr an. Hallo. Dankeschön. Alter. Ich hatte schon Angst gehabt. Wenn du jetzt Froschgesang machst, ne? Da will man doch weinen, Leute. Da will man doch einfach nur weinen. Warum kann ich denn nicht weinen? Oh, der Barrett ist aufgewacht. Oh, der Barrett hat ihn einfach gekillt. Als Frosch. Ist das geil. Ist das geil. Und der Barrett ein Level up. Nice. Stark, Barrett. Auf Spießer. Ich will aber... Wofür ist eigentlich der Dreizack? Ich sehe da... Nein, nicht Objekte. Ist der sogar vielleicht für Aris? Aris, willst du einen Dreizack? Nö. Die will keinen Dreizack. Ja gut, dann. Die Frage ist jetzt nur, wohin? Achso. Ich kann aber hier hochklettern, ne? Ja, kann ich. Hä? Versiegelt. Diese Töne wecken Erinnerung. Hä? Okay. Ich hab das Gefühl, ich muss den Typen hinterher. Hallo, gehst du bitte hoch? Holst du jetzt erstmal das da? Geist! Ah, okay, da dürfen wir rein. Cool. So, wer bist du denn? Ich hätte erst die Truhe nehmen sollen, ne? Scheiße. Niam, niam. Hä? Aha. So begegnen wir uns am Ende doch. Ich bitte um Entschuldigung. Du hast auf mich gewartet. Dies sind die spirituellen Körper der Alten. Sie sind lange Zeit von ihrem Planeten fort gewesen, um diesen Tempel zu schützen. Aha. Sie haben über viele Jahre lang die Fähigkeit zu sprechen verloren. Nein, sie bedurften von Anfang an nicht der Worte, denn es gab nur ein Ziel für die im Tempel zurückgebliebenen. Bitte sprich mit mir. Ist nicht. Ich verstehe den Rest nicht, fürchtest du? Ist es, weil Sephiroth im Tempel ist oder etwas anderes? Alter. Das ist doch bestimmt für den Barrett. Könnt ihr mir noch nicht erzählen. Oder auch nicht. Hä? Okay, Barrett, dann ein bisschen verkackt. Niam, niam. Ich kann was kaufen? Wie cool ist das denn? Oh. Das ist cool, aber ich will gerade nichts. Auf jeden Fall kann ich hier speichern. Das ist sehr, sehr gut. Ich möchte mich jetzt... Ne, ausruhen. Komm, wir ruhen uns erstmal eine Runde aus. So, dankeschön. Und dann würde ich sagen, speichere ich hier mal das Spiel ab. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Mal wieder ein. Denn dann gehen wir noch tiefer in den Tempel. Wie gesagt, tut mir leid, dass mal kurz einmal das Spiel abgestürzt ist. War nicht so gewollt. Kann ich leider nichts für. Aber ich denke, das verzeiht ihr mir. War ja nicht schlimm. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.